Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat hat Kollege Körfges recht. Das Gesetzgebungsverfahren ist nun abgeschlossen. Das ist das eine. Und im Bundesrat kann das Bundesland NRW gar nicht mit Nein stimmen, weil das ist im Bundesrat gar nicht abgestimmt worden. Es war ein Einspruchsgesetz. Es wird am Ende nur noch gefragt, ob Einsprüche für einen Vermittlungsausschuss bestehen. Also insofern hat das eigentlich keine Grundlage mehr, hier beraten zu werden. Trotzdem möchte ich aber auch noch mal für meine Fraktion sehr deutlich sagen, wir haben das als Bundestagsfraktion in Berlin sehr klar und deutlich auch abgelehnt, das Asylpaket 2. Und ich will das auch noch mal hier kurz darstellen, warum. Ich glaube, dass die Einschränkung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte integrationspolitisch kontraproduktiv ist und auch menschenrechtlich nicht zu akzeptieren. Das lehnen wir nach wie vor auch ab. Und wir finden es schade, dass die Kollegen von der Sozialdemokratie hier nicht mehr in den Verhandlungen rausholen konnten. Ein Ausschluss vom Asylverfahren sieht dieses Gesetz auch vor, wenn dem Asylsuchenden unterstellt werden kann, er würde sein Asylverfahren nicht betreiben. Und das wird schon dann angenommen, wenn der Asylsuchende gegen die Residenzpflicht verstoßen hat. Wir halten diese geplante Regelung auch einen Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, denn hier haben wir einen Verstoß Residenzpflicht mit einem Grundrechtseinschränkung auf der anderen Seite, also hier keinesfalls auch von uns unterstützt oder gar gebilligt. Nächster Punkt, die Erleichterung der Abschiebung kranker Menschen. Das wird oft in der Berichterstattung so geschlappert, finde ich einen besonders schäbigen Punkt. Denn hier wird ein neuer Tatbestand eingeführt, nämlich die schwerwiegende Erkrankung, die nicht mehr automatisch zu einem Schutz führt. Und da wird auch mal ganz schnell die posttraumatischen Belastungsstörungen auch nicht mehr drunter gefasst. Also auch hier müssen wir doch genau hingucken, dass hier immer noch der Einzelfall zählt. Und im Einzelfall kann eben auch aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung unter humanitären Bedingungen hier tatsächlich auch ein Abschiebeschutz notwendig sein. Das wird hier erschwert, halte ich menschenrechtlich für katastrophal. Hier wird tatsächlich das Leben und die Gesundheit von Menschen potenziell gefährdet. Die pauschale Leistungskürzung für alle Asylsuchenden von bis zu 10 Euro. Ja, bitte schön, was soll das denn? Wir wollen doch, dass die Menschen in die Integrationskurse gehen. Ihnen jetzt pauschal was abzuziehen für einen Integrationskurs, der überhaupt noch gar nicht flächendeckend da ist und den Sie nicht alle besuchen können, finde ich an dieser Stelle nicht unbedingt einen Anreiz, hier auch für die Menschen in die Integrationskurse zu gehen. Erstmal sollte man, bevor man über Sanktionen nachdenkt oder über Gebühren, dass überhaupt ein Angebot da ist. So, von daher auch hier ein von uns auf jeden Fall nicht mitgetragen Punkt. Was nicht drin steht, das ist das fast noch viel Schlimmere, was nicht drin steht, ist die gesamte Umsetzung der EU-Asylverfahrens- und EU-Aufnahmerichtlinie. Das wird komplett geschoben, geschoben, geschoben. Die Umsetzungsfristen sind im Juli 2015 abgelaufen. Die Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das wären mal Sachen, was die Rechtsposition für besonders Schutzbedürftige stärkt. Das wird einfach ignoriert, dass hier auch pflichtige, EU-rechtlich pflichtige Schutzstandards einfach nicht reinkommen. Was auch nicht reingekommen ist, ist ein schlüssiges Gesamtkonzept für Integration. Hier gibt es die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, für mühsam wieder von den Ländern hier Unterstützung für die Integration, wir haben es heute Morgen diskutiert, erreicht werden muss. Und was nicht drinsteht, und das ist ein kleiner Punkt, aber wo ich denke, mein Gott, warum geht nicht so viel Vernunft? Das ist diese sogenannte 3-plus-2-Regelung. Wird von der Wirtschaft, von der Handwerk, von allen wird das gefordert. Wird mir in jeder Veranstaltung vor Ort gesagt, warum geht das nicht? Das sind Lehrlinge, die hier ihre Lehre machen, die erfolgreich abschließen und die danach dann ihren Aufenthaltsstatus verlieren und abgeschoben werden unter Umständen. Und alle Unternehmen sagen, wenn ich dem jungen Mann hier eine Lehrstelle gebe und die erfolgreich auch den übernehmen will, dann lasst mir den wenigstens noch ein paar Jahre hier, damit sich auch meine Investition lohnt. Noch nicht mal
das ist, glaube ich, in der GroKo grundsätzlich schon vereinbart, noch nicht mal das haben Sie geschafft, in diesen Gesetzentwurf zu schreiben. Insofern finde ich, das Ganze in der Bilanz hilft uns nicht wirklich weiter bei den bestehenden Problemen, schadet dafür viel. Und deswegen haben wir das auch im Bundestag abgelehnt. Im Bundesrat war es nicht zustimmungspflichtig. Deswegen, es gehört hier heute nicht hin, so etwas im Nachgang noch mal zu diskutieren. Trotzdem finde ich es richtig, hier noch mal deutlich zu machen und darauf hinzuweisen, was da gerade im Bund an Politik, die auch von uns Grünen nicht unterstützt wird, gerade beschlossen wird. Dankeschön.